Mit dem nächsten Beitrag heben wir ins All ab. In einer Woche startet eine Versorgungsrakete zur Raumstation ISS. Diese Station ist eine Art Weltraumlabor. Die Raumstation ISS befindet sich rund 420 Kilometer über der Erde und beherbergt eine international zusammengesetzte Crew. ISS ist ein gemeinsames Projekt der Amerikaner, Russen, Europäer, Kanadier und der Japaner. Mit an Bord der Rakete auf dem Weg zur Raumstation werden Messgeräte der Firma MSR Electronics aus Soitzach bei Winterthur sein. Für das Schweizer KMU ist die Zusammenarbeit mit der Raketenbetreiberin wichtig, denn der Auftrag verspricht viel Prestige. Liz Horowitz. Wenn eine Antares-Rakete abhebt, hat sie empfindliche Fracht an Bord. Die Kräfte, die auf sie wirken, sind enorm. Bis sie bei der ISS andockt, werden Beschleunigung und Vibrationen registriert und aufgezeichnet. Dafür sorgen diese kleinen Geräte, sogenannte Datenlogger. Sie werden unter anderem an Behältern befestigt, in denen Ausrüstung für Weltraumspaziergänge oder wissenschaftliche Experimente untergebracht ist. Sämtliche Fracht wird in einer Raumkapsel verstaut. Der Flug zur Raumstation dauert 5 Tage. Dann dockt die Raumkapsel an und Astronauten entladen die 1500 Kilogramm Fracht. Die Datenlogger stammen von der Firma MSR Electronics aus Soitzach bei Winterthur. Die Zusammenarbeit mit der Raketenbetreiberin Orbital begann im Mai 2013. Orbital arbeitet im Auftrag der amerikanischen Weltraumbehörde NASA. Lada Egli ist stolz auf die anspruchsvollen Auftraggeber. Es ist eine wunderbare Sache, dass wir in den einfachen Bedingungen hier eigentlich Geräte herstellen, die dann im Weltall unterwegs sind. MSR Electronics beschäftigt 15 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von gut 2 Millionen Franken. Der Firmenchef musste sich nicht einmal um den Auftrag bemühen. Orbital meldete sich selber beim Vertriebspartner von MSR Electronics in den USA. Für uns bedeutet die Anfrage von der Orbital, dass wir natürlich jetzt in eine andere Dimension kommen mit unseren Logo. Also das heißt, viel weiter raus kann man den bald nicht mehr als ins Orbit. Und es ist natürlich auch einfach, wenn man andere Anwendungen hat, um zu sagen, wo man es einsetzt. Das speziell als Referenz ist für uns sehr, sehr gut. Es ist vor allem das Prestige, das bei diesem Auftrag zählt. Umsatz bringen die wenigen Geräte für den Weltraum nur einige tausend Franken. Sofern die ISS-Crew Zeit hat, wertet sie die Speicherkarten der Datenlogger schon im Weltraum aus. Wenn nicht, zeigt eine spätere Analyse der Aufzeichnungen auf der Erde, ob die Fracht wie geplant transportiert wurde. Die meisten Datenlogger von MSR Electronics sind auf der Erde im Einsatz und zeichnen Feuchtigkeit, Licht oder Vibrationen auf. Die Firma Uroviva etwa transportiert häufig ihre medizinischen Geräte, die sie aus Kostengründen in ihren verschiedenen Kliniken einsetzt. Ist ein Gerät defekt, stellt sich die Schuldfrage. Hinweise darauf erhält der Geschäftsführer dank der Aufzeichnungen des Datenloggers. Einerseits tun wir damit monitoren, wie unser Fahrzeug und das Ladegut bewegt. Auf der anderen Seite ist es ein Nachweis gegenüber einem empfangenden Spital oder Klinik, dass die geladenen Geräte schonend befördert worden sind. Und das Dritte ist gegenüber der Versicherung. Die Geräte sind hoch versichert, dass man auch den Nachweis erbringen könnte, dass alles perfekt verlaufen ist. Über Smartphone sollen Nutzer in Zukunft auf Aufzeichnungen zugreifen können, die in der sogenannten Cloud gespeichert sind. Dies soll es Kunden erlauben, bei Bedarf sofort zu reagieren. Das heißt, in der Cloud hat jeder, der den Zugriff haben muss, auch die Möglichkeit einzugreifen,
wenn irgendwo etwas schief läuft oder halt die Temperatur überschritten worden ist, die Feuchte zu gross war und dann sofort auch reagieren kann. Kleine Teile mit großem Potenzial. Mit der Lieferung an Raketenbetreiberin Orbital hat MSR Electronics ziemlich abgehoben. Auch bei den kommenden Versorgungsflügen werden Datenlogger aus Soitzach an Bord sein.